Da sind wir auch in der nächsten Runde von Icy. Jetzt schauen wir mal, ob wir diesen blöden Boss besiegen können. Der hat's echt in sich. Der hat's echt verdammt in sich. Es ist aber verdammt schwer, den umzunieten. Ich meine, wie soll man das anstellen? Das ist total krass. Okay, wir müssen auf jeden Fall da oben immer schön die Viecher mit ausnocken. Ich versuche jetzt mal... Ah, Mist. Wir müssen versuchen, seine Konterattacken... Das schnell nebenbei ausnocken. Ich wollte gerade noch durchblinzeln. Ich habe schon abgebrochen gehabt, die Attacken. Die blöde Fliege da oben, die nervt mit ihrem Laserstrahl. Ja, komm. Okay, jetzt. Es sind so viele kleine Viecher immer dabei. Die nerven unheimlich. Die kleinen Scheißviecher, ey, die machen es einem echt schwer. Lol. Ja, genau. Häckseln uns ein bisschen durch den Fleischwolf. Nein, nein. Jetzt habe ich meine Konterattacke ausgeführt gerade. Ja, auf jeden Fall die Spezialangriffe. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht schnell genug gedrückt gehabt. Die Spezialangriffe sind auf jeden Fall heftig. Och, komm ey. Ja, lass mich mal wieder raus. Hallo. Ich kann ja gar nichts drücken. Wie unfair ist das? Ich komme nicht ran an die scheiß Fliege da oben. Voll die Verarschung. Ja, natürlich. Okay, ich glaube, wir haben sein erstes Leben ausgenockt, oder? Nee. Puh. Mal mit die Viecher hier ein bisschen rüberlocken. Nee, schnell weg von ihm. Weg, weg, weg. Ich locke jetzt erstmal die Kleinen weg von mir. Springt er oder was macht er? Nee, er springt nicht. Ich versuche jetzt erstmal mich ein bisschen aufzuladen und dann die Kleinen auszunocken. Oh lol, ich wollte nur durch und durch blinzeln. Ging nicht. Uncool. What? 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 Ich hab doch... Oh lol. Lol, 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 ich will nicht sterben. Okay, erstmal kurz hier rüber und die Kleinen ausnocken. Einen Hammer. Schnell noch den zweiten kommen. Und jetzt weg von ihm. Weg, 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 weg. Okay, wir haben wieder ein bisschen Leben. Alter, jetzt gerade muss er das. Das geht mir voll auf den Keks, diese blöde Kettensäge. Und noch das Vieh dazu. Natürlich. Ja, lasst mich mal wieder hoch. Hallo. Oi, wie unfair ist das denn bitte? Okay, wir failen hier mal noch ein paar Runden. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Das ist aber voll unfair, wenn die dich nicht hochlassen. Das ist so unfair, gell? Oh, das erinnert mich so richtig an Amiga-Zeiten, wo du damals 50 Mal das gleiche Level spielen musstest, bis du es gepackt hast. Geht gar nicht. Du kommst nicht an die Scheißfliegen ran, wenn die Attacken machen. Das ist so übel. Lol, man kommt auch nicht hochgeblinzelt. Also man darf überhaupt nicht in seine Richtung blinzeln. Ich hoffe, jetzt habe ich mal eben die Flieger... Nee, habe ich natürlich nicht.
Der macht es einem echt schwierig, der Kollege hier. Ich muss jetzt aber erstmal die Kleinen vernichten. Jetzt habe ich mal Gott sei Dank ausgewichen seinem Schlag da. Okay. Jetzt können wir uns um ihn kümmern. Puh. Also es ist echt schwer, das Level, das muss ich echt sagen. Du musst wirklich planen, wann du was drückst, damit du den irgendwie besiegen kannst. Der Finder. Ja, und nochmal so ein kleiner Scheißer da dazu. Nein, er hat uns. Er hat uns. Ich glaube, ich bin schon wieder tot. Nein! 3 Jahre später. 6 months later. Okay. Wir müssen versuchen, wirklich ihm auszuweichen und ihn dann zu treffen mit schweren Attacken. Ich glaube, ich darf mich auch nicht zu sehr auf die anderen konzentrieren. Ja, hat's geschmeckt, kleiner. Das ist so unfair, das mit den Lasern, gell? Versuchst halt immer wieder durchzublinzeln irgendwie bei dem. Tut schon der Finger leicht weh. Hat er uns mal wieder verspeist. Okay, wir haben wieder eine Spezialattacke hinbekommen, aber da kommst du nicht raus. Da kommst du nicht raus. Alter, lass mich hoch zu dir. Blöde Fliege. Nochmal eine Spezialattacke getroffen wenigstens. Ach komm, ich hab doch geblinzelt. Was geht denn ab? Natürlich, 2 Fliegen. Also du musst die tatsächlich ausnocken. Ich hab kaum noch Energie. Ach, ich wollte drüber springen, aber es ging nicht. Alter Finne, ey. Der ist brutal, der Boss, der ist brutal. Okay, die Fails gehören nochmal zum Spiel dazu. Aber wie soll man den besiegen? Der tut seine Finger weh, verdammt. Okay, wir müssen wirklich mehr Schaden auf den drauf kriegen gleichzeitig. Okay, ich versuche jetzt immer, wenn er diesen Sprung macht.
Alter Finne, es ist wirklich extrem schwer. Ach, war schon zu tief wieder. Das mit den Laserstrahlen ist halt echt unfair. Das ist so unfair. Man kann halt auch nicht blocken, soweit ich weiß. Okay. So. Boah, so schnell wie der reagiert, kann man gar nicht sein. Oh, er hat uns nochmal gespeist. Hat geschmeckt, ja. Ich würde ja gerne da oben die scheiß Fliege ausschalten, wenn ich rankommen würde. Mann! You die again! Ich liebe euch auch. Die Game Maker liebe ich ja jetzt schon, die das Spiel erstellt haben. Okay. Wie soll man den besiegen? Es ist echt brutal schwer. Alter Schwinne. Es sieht so leicht aus, das Spiel, aber es ist extrem schwer. Also hier heißt hart wirklich hart. Erstmal die noch schnell ausschalten hier. Sorry. So. Na, komm jetzt. Okay. Da haben wir ihm mal ordentlich eine verpasst. Hier oben die Fliege wieder. Okay, wenn man ordentlich blockt, also immer schön ausweicht, dann kriegt man ihn auch platt. Jetzt habe ich nicht auf L gedrückt, sondern eine andere Taste, deswegen hat er gleich unterbrochen. Und gleich weg. Ach, lol. Einmal links, einmal rechts. Oh, gleich zwei Laser. Oh Gott, das macht's einem echt schwer. Bin ich natürlich voll reingejumpt. GG. Oh, schnell weg von ihm. Oh, lol. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, mal richtig Schaden zu machen. Oh, wie soll ich denn da noch? Ich komme da hinten nicht hin, wo das Viech ist. Puh, kommt. Ich will ihn jetzt besiegen, komm, das schaffen wir. Diesmal schaffen wir ihn. Ah, okay. Ich wollte doch gerade durchblinzeln. Aber ich habe ein gutes Gefühl, wir packen den diese Runde. Kloppen die Kleinen da wie wild drauf los. Die rasten gerade total aus.
So. Wenn man die kleinen zerstört, kriegt man Energie. LOL. Dreht er sich um einfach, natürlich. Und ich laufe natürlich voll rein, weil ich gerade zu siegessicher bin. Komm, mach eine Attacke. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja. Wir haben ihn. Boah, war der schwer. Wie viele Anläufe waren das? 10? Keine Ahnung. Aishi击败 了 Baoshi. 他感觉得到出口就在前方。Aha. Mein Gott, war der schwer. Also der hat es in sich gehabt, muss ich sagen. Ich glaube, wir können uns da nichts kaufen. Doch. Hier diesen Backslash Ground. Okay. Nehmen wir mal mit. Mein Gott. Ich glaube, ich kann nicht. LOL. Ich glaube, ich mache das natürlich auch immer so. So gehe ich auch jede Leiter hoch. Also ganz klar. Und renne auch so über die Häuser. Also ist ja nichts dabei, ne? Aishi 决定先去小镇的中心。他毫不犹豫地跟着箭头向小镇深处走去。Hä? Ich drücke Enter, aber... Ah, jetzt? Okay. Aishi 无视了中间的仓库，继续向前迈进。Okay, jetzt sind wir in irgendeinem... Wow. Minen. Aishi 进入了仓库，一样还是找不到任何人，即使在阁楼也是一样。Nettes Verteidigungssystem. Wo zum Teufel? Oh, Tien. Oh, 你就是不能老老实实的跟着箭头走，对吗？好吧，这就尴尬了。来了，有个场景没有上色。但是你要知道，本来做一个游戏就不是那么方便的嘛，有点纰漏嘛也很正常。比如像没有上色啦，没有上色啦，没有上色啦。Okay, die Entwickler haben auf jeden Fall Sinn für Humor. Ich weiß, du denkst, was du denkst. Wo ist hier ein Pfeil? Das Spiel ist wirklich sehr schwer. Es ist wirklich sehr leicht, dass es Probleme gibt. Warte mal. Ich weiß, du wirst nicht glauben. Ich zeige dir die Belege. Was? Geht denn jetzt ab? A Thief Room. Okay. 欢迎来到历史之间，我之前所有的原型都在这儿。要做一款优秀的游戏，首先最重要的就是要保证游戏的原型好玩，所以我的前十年都在做原型的迭代，你知道吗？整整十年。那么首先让你看看我的第一个迭代原型。 Oh God, er will uns Prototypen zeigen. 这是一个很早期的版本，你能够使用变成枪的长柄武器进行近距离和远距离的攻击。但是后来我发现一个问题。Was, wir haben eine long range weapon? 谁会喜欢这样一把奇葩的武器呢？玩家一定不会喜欢它，一定。所以我把它砍了，而这个原型也被我彻底抛弃。然后让我们来看看第二段。这是第二个版本，它的特征是能够像恶魔那样吸收敌人的能力化为己用，但是后来我发现另一个问题，那就是这样做。Frage mich gerade, ob das der Entwickler wirklich so gemacht hat. 你也不希望我游戏做到一半就破产，是不是 ？Hat er wirklich? 毕竟做游戏。Die Prototypen so entwickelt und ist dann bei der Version, die wir jetzt spielen, stehen geblieben, oder ist das jetzt einfach ein Feature, wo wir dann drauf zurückgreifen können? Das würde mich jetzt echt interessieren. Wenn ja, ist das ein geiles Run-Feature, dass er das so erklärt im Prinzip, ne? 我也砍了这个版本。就这样，不知不觉十年过去了。所以你看，我这么努力，
有点错误或者有问题的地方也很正常的嘛。你要理解我，要体谅我。你看，我为了把它做得好玩，我都瘦了这么多了。你看在我这么努力的份上，看在我花了十年的青春的份上，是不是可以考虑啊，带评分啊？嗯，also die 5-Sterne-Wertung kann er wirklich bekommen. Geh mir da ein 5-Sterne-Haubing. Bis jetzt finde ich es gut gemacht. Just like this. Wer würde diese Schen-Zang-Zi-Le-Dong-Si-Na? Yoshi, wo du bist? Oh, yo, Hua-Min, Butsuo, Mai. Oh, yo, Zizu-Ren, Hey, Yo-Min, Ho, Mai. Oh, yo, Ping-Jia, Hendo, Ho, Mai. Also mal ernsthaft, der hat sich was einfallen lassen, der Entwickler, wie man ein Spiel vermarktet. Das ist gut gemacht, er fordert jetzt im Prinzip die Leute dazu auf, einfach das Spiel zu liken mit 5 Sternen und irgendwie noch was Cooles dazu zu schreiben. Das ist eine geile Idee. Finde ich cool gemacht. Tudou-Fu-Ji, wie geht's? Noch nicht so gut. Bug-Duo, wie geht's? Noch nicht so gut. Also, Gamer, willst du Xi-Jia-Yi? Fragt er, warum er nicht ein anderes Spiel kaufen soll. Was? Also sie haben viel Sinn für Humor dabei gehabt. Das ist aber auch das, worauf es drauf ankommt. Auch ein Game-Entwickler hat echt einen Scheißjob, wenn man sich überlegt, auch den ganzen Tag vom Rechner und schreibt Programme. Oder entwickelt Grafiken und so weiter. Da ist das schon cool, wenn man auch Spaß bei der Sache haben kann. Also das haben die scheinbar wirklich gehabt. Finde ich cool. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Lost Woods, Siever. Ich klicke jetzt einfach nochmal da drauf, oder? Jetzt sind wir hier. Ultimate. Haben wir irgendeine Karte? Warum ist hier ein Mensch? Sind wir hier wieder? Jetzt ein Safe-Game geladen, oder was? Jetzt gehe ich einfach mal weiter nach rechts. Bisschen kompliziert gemacht, aber zeigt nach links. Hä? Ich glaube einfach nach rechts, wir waren ja hier noch nicht. Okay, Gegner. Hier wieder seine Ritterlanzen, die er da entwickelt hat. Der liebe Entwickler. Oh, da schießt irgendwas. Okay, den hätte ich treffen müssen. Aber ich habe leider nicht damit gerechnet, dass ich... Jetzt hammern. So. Okay, der dürfte immer noch nicht tot sein. Was zur Hölle? Nehmen wir ein paar Spezialangriffe jetzt hier. So. Meine Fresse, was hält der denn aus? Jetzt ist er tot, oder? Ja, okay. So, den haben wir auch. Wo ist hier noch einer? Ah, okay. Erstmal die Kanone nach oben werfen. Cool gemacht, das ist auf alle Fälle. Also die Effekte sind echt cool. Gefallen mir richtig gut. So, vom Kampf, die... Der Pfeil zeigt aber immer nach links. Okay, wir müssen zuerst dem Pfeil folgen. Also wir müssen tatsächlich wieder darüber, wo wir vorhin schon waren. Dann blinzeln wir uns mal schneller durch. So gehe ich jeden Morgen zur Arbeit übrigens. Also ich blinzel also richtig schnell hin. Okay, jetzt können wir hier nach rechts. Ignos. Ah ja, genau. Okay, wir müssen einfach nur dem Pfeil weiter folgen. Hier kommt Gegner. Oh ja, natürlich.
Aber ich meine, solange es nur Fliegen sind, geht das ja noch. Drei Fliegen sind jetzt nicht gerade das Problem. Solange nicht noch so ein Vetter dabei ist. Okay. Nein, nicht schon wieder die... Erstmal da hinten die Kanone kurz ausknocken. Gut, die Kanone ist weg. Ich muss es echt ein bisschen mit Taktik spielen, das Ganze. Haben wir sie alle? Ja, wir haben den Großen schon mal weg. Cool. Mache ich mal die Spezialangriffe. Da haben wir ihn weg. Kann man da oben rein? Nee, kann man nicht. Aha. Ab in den Keller. Geh auch immer zum Lachen jetzt in den Keller. Habe ich mir fest vorgenommen. Nein, ne? Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Okay. Wir werden wieder so sinnlos failen. Erstmal gucken, es sind ja noch andere Viecher. Okay, erstmal nicht. Ich habe Angst, dass er mich einfach so zertrampeln kann. Was machst du? What? Okay, wir müssen einfach jedes Mal... LOL? Wie willst du das denn ausweichen, bitte? Okay, man darf nicht an ihn rankommen. Ganz wichtig, nicht an ihn rankommen. Das wird ja witzig. Eine Runde probieren wir noch. Also sobald er seinen Schlag nach unten macht, darf man nicht auf ihn drauf treffen. Aber scheinbar kommt er keinen anderen Gegner, weil das schon schwer genug ist. Okay, dann können wir das natürlich probieren. Jetzt schön weg von ihm und jetzt die harten Attacken. Schießt jetzt nur vor sich, oder? Ja. LOL! Okay, ich habe vergessen, man darf nicht an den Rand. Oh, lol, man muss echt warten, bis es abgelaufen ist. Ja, natürlich! Mach mal langsam, Kollege. Wie soll man das denn machen? Soll man in der Luft bleiben dann, oder was, so lang? Wir können natürlich auch in der Luft mit ihm kämpfen. LOL. Okay, aber das sieht machbar aus. Also machbarer wie der erste. Mindest. Okay, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch. Ich habe jetzt so einen Plan, wie wir ihn besiegen können. Das Spiel macht süchtig. Es macht echt süchtig. Okay, schauen wir mal. Tor. Okay. Also mein Plan ist jetzt, immer wenn er im Prinzip seine Spezialattacken macht, weg von ihm logischerweise. Oh ja, den habe ich nicht sehen können. Alter, hat das Schaden gemacht. Wie krass ist das denn? Du kannst nicht mal so eine Konterattacke machen, der macht dich mit drei Schlägen platt. Was zur Hölle? Mann, oh Mann. Ja, komm, wir wissen mittlerweile, wie er heißt. Drei Schläge und man ist weg. Okay, man muss auf jeden Fall nach oben wegblinzeln.
war knapp. Das war richtig knapp. Wow. Mach mal langsam jetzt. Jetzt bin ich natürlich auch noch reingesprungen. Oh ja, natürlich. Halbes Leben weg. WTF. Ich habe keine Energie mehr zum Blinzeln. Ja, da konnte ich nicht ausweichen. Du hast halt nicht endlos Energie, das ist das Problem. Okay, wir haben ihm das erste Leben abgezogen, aber ich bezweifle... LOL! Wir müssten uns irgendwie aufladen können! Boah! Ich frage mich, woher ich die Energie dafür bekommen soll. Hat aber nicht mehr viel eigentlich, ne? Wir könnten das tatsächlich schaffen. Das war mehr als knapp. Er darf uns nicht mehr treffen. Nicht mit... mit keinem einzigen Angriff. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wie knapp war das denn bitte? Holy shit. Okay, da wo wir vorhin vor der Tür standen, ist jetzt offen scheinbar. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann rennen wir da noch ganz schnell hin. Achso, wir müssen jetzt... Ah, können wir da hinten irgendwie hoch? Ne, wir müssen definitiv hier oben hin. Na. Ich kaufe mal eben noch schnell irgendwie was. Ich nehme jetzt einfach mal die ganzen günstigen mit. Und dann schnell raus hier. Das ist nur die Frage. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Runde. Wir haben jetzt schon fast wieder eine halbe Stunde. Oh Gott, wir haben mehr als eine halbe Stunde schon wieder aufgenommen. Wir sehen uns in der nächsten Runde von IC. Bis dann!